Hallo, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen. Leute, das Finn-Klimanthema, das ist tatsächlich noch mieser als erwartet. Und für alle, die sich fragen, ob das Thema wirklich auch relevant genug ist für ein zweites Video, denen sei gesagt, anders als die meisten Politiker, die ich jetzt bisher so kritisiert habe, hat Finn-Kliman ein Statement veröffentlicht. Also natürlich nicht wegen mir, aber es gibt ein Statement. Und ich finde, es gebietet auch die Fairness, sich damit hier im Zuge dessen auch nochmal auseinanderzusetzen. Und das Thema an sich, und um das es hier geht, betrifft mich grundsätzlich auch selbst. Schließlich ist es wie es auch schon LeFloid in seinem Statement gesagt hat, für alle Influencer extrem schädlich, wenn der mit dem größten Saubermann-Image eigentlich der größte Turbokapitalist und Betrüger von allen ist. Aber dazu gleich mehr. Die finn -Klima debatte hat in den letzten Tagen extreme Wellen geschlagen. Mittlerweile gibt es auch Entwicklungen, gegen Statement und so weiter und so fort. Darüber werden wir auch noch sprechen heute. Dass das Thema so groß geworden ist, hat zwei Gründe. Zum einen, weil er natürlich sehr bekannt ist und zu den erfolgreichsten deutschen YouTubern zählt. Aber allen voran ist es dem geschuldet, dass er über Jahre das Gegenteil dessen vorgegeben hat zu sein, was er scheinbar wirklich ist. Nun, was ist Stand der Debatte? Wenige Stunden nachdem im Magazin Royal die Bombe geplatzt ist, veröffentlichte Finn Kliemann ein Statement zum Vorfall und gab dazu auch noch ein Interview im Spiegel. Und, ähm hm. Wie drücke ich das jetzt freundlich aus? Als PR-Berater oder Anwalt hätte ich ihm dringend davon abgeraten. Ich fasse jetzt mal beide Quellen hier zusammen und erkläre euch, warum er sich auch hier noch tiefer in die Scheiße geritten hat. Punkt 1. Was waren das für Masken? Von wem und woher kamen die und wer wusste davon? Im Statement sagt er, die Masken bei About You damit hat er nichts zu tun gehabt. Das muss offensichtlich eine Lüge sein, denn da stand ja das oder so Logo drauf. Und wenn er damit nichts zu tun gehabt haben sollte, dann macht es alles keinen Sinn, dass er sich als einen der größten Maskenhersteller überhaupt darstellt, wenn das Gros der Maskenverkäufe ja dann faktisch nichts mit ihm zu tun hatte, oder? Wie man es dreht und wendet hier, Finn Kliemann ist ein Lügner. Also quasi Global Tactics ist an allem schuld und er kann für nichts irgendwas und er hat nur zwei Freunde zusammengebracht. Und. Dass er sich beispielsweise nachweislich selber mit Zollproblemen beschäftigt hat, das hat damit da überhaupt nichts zu tun. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Aber Moment, Moment. Vielleicht gibt es ja auch einen guten Grund, dass da oder so drüber stand über den Masken. Im Spiegel-Interview unterstellt er, dass About You mit Masken Werbung gemacht habe, die mit ihm überhaupt nicht in Verbindung standen. Aha! About You hat die Masken von Global Tactics abgenommen und dann irgendein Logo zusammengebaut und meinen Namen darunter geschrieben. Zu Werbezweck. Das war in einer Phase, in der mehrere Partner mit meinem Namen Werbung machen wollten, ohne dass ich das genau überblickt habe. Ich wusste zwar, dass in Bangladesch Masken produziert werden, aber ich wusste nicht, an wen sie genau verschickt werden. Ihr merkt schon, dass er da versucht, diese dusselige Kunstfigur aufrechtzuerhalten. Bei dieser Erzählung, oder? Sollte das wirklich so sein, muss Finn Kliemann jetzt About You verklagen. Und oder About You Kliemann, weil er ja alle Verantwortung an die Firma abschiebt. Nice. Vor allem, wenn man Anwalt ist. Generell wären die Masken auf seiner Seite aus Europa, die anderen aber nicht. Am Ende stellt er sich in diesem Fall eher als Opfer dar. Ich zitiere, aber betrogen habe ich nicht. Hier geht es höchstens um Falschdarstellung auf Webseiten. Da wurde ich vielleicht missbraucht, wie immer Sie das bezeichnen wollen. Armer, armer Finn. Täter-Opfer-Umkehr ist gerade mega in. Vielleicht hat er zu viele Lavrov-Konferenzen in letzter Zeit gesehen oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum er diesen Move versucht. Krise kann auch geil sein, ja. Und dieses Zitat ist ja mittlerweile wirklich durch die Decke gegangen. Und ja, man kann wirklich in Frage stellen, ob man private Chats veröffentlichen sollte und benutzen sollte für eine solche Argumentation, ohne Kontext, ohne Einschätzung. Manche Chats mit meinen Freunden sind auch sarkastisch komplett daneben und ohne diesen Kontext sicherlich verheerend. Ganz ehrlich, ich finde es auch schwierig sowas zu verwenden ohne Einordnung. Nun ordnet er in seinem Statement aber selber ein, dass er damit auch Geld verdienen meinte. Hm. Okay, let's go. Der Mann, der sich über Profitgeier aufgeregt hat, hat selbst mit den Masken fast eine halbe Million allein über seine Seite verdient. Über meine Seite hatte ich einen Nettoumsatz von 490.469,58 Euro. Wenn man Kosten und Gebühren abzieht, bleiben beim Gewinn vor Steuern etwa 415.083 Euro. Moment, Moment, Moment. Da habe ich doch einen Post von Finn gefunden, der so richtig schlecht gealtert ist. Moment, wartet mal. Schaut euch dieses Meme hier an. Da geht es darum, dass es sich ausgerechnet mit Trigema vergleicht. Einer der wenigen Textilfirmen, die wirklich noch in Deutschland produziert, wo hierzulande viele Menschen finanziert werden und dann produziert er selbst große Teile nicht einmal in Europa. Und hat dann von 490k 450k Gewinn mit Masken. Diese Marge mit Masken in der Krise finde ich pervers. Ja, selbstverständlich kann man sowas erreichen, wenn man diese Löhne nicht zahlt, wenn man keine Sozialabgaben leisten muss und so weiter und so fort. Mit Nachhaltigkeit hat das auf jeden Fall nichts zu tun. Und deshalb wurde ihm nun auch der Nachhaltigkeitspreis wieder aberkannt, den, und das darf man nicht vergessen, er ja wiederum auch benutzen konnte, um sich zu greenwashen. Und dieses Geld hat er ja auch nur da verdient. Kommen wir zu Punkt 2. Was ist jetzt mit der Herkunft der Masken bei About You? Ja, also das war ja allen bekannt. Sagt Finn Kliman. Dann macht das zwar keinen Sinn, warum man dann die Herkunft verschleiern sollte und dann extra diese Kartons umbrandet, aber naja, er hat ja gesagt bekommen, dass man im Business das so macht. Und wer ein kleiner, verträumter Handwerker ist, der kann das dann auch schon mal durcheinander bringen und dann einfach nicht so viele Fragen stellen. Ja, der, er weiß es halt nicht besser. Das Problem dabei ist, er hat halt selbst in seinem Statement offen gelogen wie Tarek Müller, einer der Gründer von About You, jetzt in einem Statement veröffentlicht hat. Denn About You war es niemals bekannt, dass Teile der Masken nicht aus Europa stammen. Anders als es Kliman in seinem Statement verbreitet hat. Natürlich wurden die Masken jetzt umgehend aus dem Sortiment genommen. Die ganze Antwort könnt ihr hier in diesem Screenshot auch lesen. Und ich finde, der letzte Teil ist der entlarvenste. Finn kann das offensichtlich falsche Statement angeblich nicht mehr löschen. Warum? Hängt die Löschentaste oder wäre es ja noch viel rufschädigender, wenn man jetzt zugibt, dass man die ganze Zeit bewusst gelogen hat? Warum gibt er es nicht einfach zu? Eine Lüge reizt sich hier an die andere und während man über eine spricht, kommen zwei neue dazu und am Ende weiß man gar nicht mehr, über was man sich jetzt eigentlich empören soll. Ist auch eine Taktik. Das ist aber immer noch nicht der Hammer. Der kommt noch. Ihr merkt, ich tease euch so ein bisschen. Über seinen moralischen Kompass, den er ja wie er selbst zugibt, verloren hat, gibt es. Folgende Aussage, die da sehr aufschlussreich ist. Ich habe nie dementiert, dass Masken von Global Tactics in Bangladesch produziert werden. Ich wurde noch nie danach gefragt. Wo kommen wir denn auch dahin, wenn man all seine Betrügereien von sich aus zugibt? Dann würden die sich ja gar nicht lohnen. Mensch. Es tut ihm auch einfach so leid, dass das alles rausgekommen ist. Punkt 3. Was ist jetzt seine Schlussfolgerung? Nun, in Zukunft möchte ich mir nichts mehr von dem, was andere Menschen tun, auf die eigenen Fahnen schreiben. Hier muss, ich, hier muss ich einfach noch mal applaudieren. Ich glaube, ich habe noch nie ein Statement gehört, bei der das Ergebnis war, ja, ist jetzt scheiße gelaufen, dass die anderen so viele Fehler gemacht haben und ich aus versehen mich mit diesen Taten geschmückt habe, die ich überhaupt nicht begangen habe. Alle anderen sind schuld und meine Schuldigkeit besteht darin, dass ich mich dummerweise dafür habe instrumentalisieren lassen. Mist. Das, meine lieben Freunde, ist Satire. Da, nein, nein, das ist, das ist das ist Politik. Das ist schon Politik. Ist Finn Kliman eigentlich in der CDU? Das würde so gut passen. Das würde so gut passen. Ich, ich sage Finn Kliman eine glänzende politische Karriere voraus. Er sagt, ich glaube, ich fand es einfach toll, im Rampenlicht zu stehen und von allen gelobt zu werden. Da ist er wieder. Der kleine, unvernünftige Handwerker, der für das, was er tut, gar nichts kann. Ach Mensch. Der Arme schwamm drüber, ne? Alle anderen Vorwürfe seien übrigens nicht haltbar, weil er schlicht von allem überfordert gewesen sei. Wenn er auf die Aussage, hier könnte die Story Arm zu helfen am besten passen mit gut zu wissen, antwortet, dann ist das für ihn natürlich nur der Hinweis, dass seine Kommunikationsstrategie geändert werden müsste. <laughs> Leute, ich kann nicht mehr. Wer soll ihm das abnehmen? Das, das muss schon darauf hinweisen, dass er den Bezug zur Realität völlig verloren hat. Irgendwo verständlich. Weil sein System ja so krass und so lange funktioniert hat. Wenn man sich jahrelang alles erlauben kann, dann verliert man die Haftung. Wenn ein Mann, der 10 plus Firmen besitzt, darunter zwei Firmen zur Vermögensverwaltung, wenn er überfordert sein sollte, kann er auch einfach mal fünf Leute einstellen, die das regeln. Aber entweder wollte keiner für Kost und Logis arbeiten, gerade dabei geht es doch hier nur um den Spirit, oder man sollte nicht so tief in diese Machenschaften eintauchen, denn man könnte ja damit dann an die Presse gehen. Ich habe vorher und jetzt im Zuge meines letzten Videos sehr viel von Menschen gehört, die teilweise Geschäftspartner, teilweise auch alte Freunde waren. Böhmermann hatte ja eine halbstündige Instagram-Story-Serie, die quasi so den Alltag von Kliman persifliert hat und damit genau das zusammengefasst, was mir aus diesen Quellen auch gesagt wurde. Ja, es ist absolut nicht übertrieben gewesen. Oberste Priorität ist die Gewinnmaximierung aus allem und in jedem Fall Mensch und Produkt. Spielt dabei keine Rolle. Und kommen wir aber jetzt zu dem heißen Thema. Die gespendeten Masken. Diese waren ja nachweislich untauglich, wie der Spiegel Kliman auch nochmal konfrontiert, einlagig zu dünn. Ich habe die Masken nie gesehen. Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, diese Geschichte nachzurecherchieren. Keiner konnte mir sagen, wie die Masken genau aussahen, ob sie Beschädigungen hatten und wenn ja, welche. <laughs> er hätte halt einfach auf die Seite gucken sollen, weil da war ja eines dieser Bilder zu sehen, die er auch bekommen hat. Uh, nein, 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 waren ja nicht seine. Also, abgesehen davon, dass an den Masken in Bangladesch sogar sein Name dran stand. Das ist wirklich wie Satire hier. Unfassbar. Er sagt, dass er nur davon gehört habe, dass die Masken nicht defekt gewesen seien, sondern einfach nur zu groß. Es war ihm auf jeden Fall nicht wichtig genug, das zu überprüfen. Wichtig war ja, dass er sich hat abfeiern lassen können dafür. Und dafür kann man ihn ja auch nicht anzeigen. You know. Aber seine Partner wenden sich jetzt von ihm ab. Ich zitiere mal den NDR. Der Energieversorger EWE mit Sitz in Oldenburg will die weitere Zusammenarbeit mit dem in die Kritik geratenen Influencer und Musiker Finn Kliman überprüfen. Nach eigenen Angaben berät EWE das von Kliman in Rüspel, Landkreis Rothenburg, gegründete und Klimansland genannte Projekt in Sachen Klimaneutralität. Und das ist ein weiterer mieser Punkt, über den wir generell mal reden müssen. Und vielleicht mache ich daraus sogar noch ein Anschlussvideo. Kliman hat natürlich auch wegen seines Saubermann-Images besonders viele Partner bekommen. Passte ja zum Spirit und hat den Firmen so ein modernes und korrektes Image verliehen. Das nennt die Horizont übrigens Woke Washing. Ganz ehrlich, je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, ich muss dazu ein Video machen. Ich muss dazu ein Video machen. Ja. Ich schreibe mir das mal auf meine. Auf meine Liste. Der Spiegel fragt im Interview, waren Sie zu gierig nach Ruhm, Geld, Erfolg? Und Kliman sagt, jahrelang habe ich genau dagegen gekämpft. Ach, so nobel. Alle Anfragen abgesagt, keine Kooperation gemacht, genau aus diesem Grund. Entschuldigt, dass ich einfach so viel lachen muss, aber es ist wirklich einfach zu bitter und mein Hirn weiß nicht anders damit umzugehen. Das, das wäre euch bestimmt jetzt hier durch die Finger geglitten, aber als Influencer, der ich ja nun leider auch bin, kann ich euch sagen, das ist schon wieder eine glatte Lüge, weil wenn man ja als Funk-Mitglied gar keine Werbedeals machen darf, die mit der Marke, die exklusiv für Funk arbeitet, in Zusammenhang steht. Mhm. Um genau zu sein, ging das bei Finja bis 2020. Wird das Spiegel-Interview dafür missbraucht? Sein Saubermann-Image wieder aufzubauen. Ja, ich war ja der, der auf das Geld von irgendwelchen Firmen verzichtet hat, während er mit Gebührengeld vollgestopft worden ist. Der einzige Fehler, den Klimann bei sich sieht, ist übrigens, dass er sich, Zitat, hat abfeiern lassen. Er erwartet keine rechtlichen Konsequenzen. Also ich würde mich da ja direkt jetzt noch mehr betrogen fühlen als Fan. Und ich denke. Da wird eine riesige juristische Schlacht entbrennen. Und auch andere Brands, die mit ihm zusammengearbeitet haben, dürften jetzt Schritte erwägen, weil das mit dem Workwashing halt nicht mehr funktioniert. Das ganze Gegenteil jetzt der Fall ist. Und es einen Schaden für diese Brands darstellen kann. Aber das mit diesen gespendeten Masken ist auch hier wieder nur die halbe Geschichte. Ihr habt gedacht, das war schon düster? Jetzt wird es finster. Denn die Masken, die angeblich gespendet worden sind, sind nicht einmal gespendet worden. Mhm. Hä, hey, wie jetzt? Nun, es ist ein Statement eines Vereins veröffentlicht worden. Es ging um eine Lieferung von 6000 Masken an das Flüchtlingslager Vial auf der griechischen Insel Chios. Darin liest man, dass die Firma Global Tactics an den Verein Wir packen's an, EV. Masken nicht etwa gespendet, sondern zum Selbstkostenpreis insgesamt über 6000 Euro verkauft hat. Und da war man natürlich glücklich, dass man überhaupt welche hat bekommen können, dass man am Ende tatsächlich alle Flüchtlinge damit hat ausstatten können. Gütig wurde dann auch noch vom Verkäufer die Summe auf 6000 Masken aufgerundet. Vermutlich, weil die einfach so verpackt waren und keiner Bock hatte, das nochmal anzufassen. Ist ja auch nochmal Kosten, ja, die da entstehen. Jedenfalls stellte sich ja heraus, was die Masken wirklich gekostet haben. Nämlich circa 45 Cent das Stück. Tja, da hat man jetzt wohl sogar noch mit Flüchtlingen und kaputten Masken Gewinn erwirtschaftet. An sich war dieser Gedanke, dass man untaugliches Material an hilfsbedürftige schickt, schon klassistisch, rassistisch, unmenschlich. Sucht euch was aus, aber auch noch Gewinn damit zu machen, macht die Firma, bei der Finja ja Anteilseigner ist, zu einem absoluten No-Go in jeder Hinsicht. Und das kann ich auch nicht mehr in Worte fassen. Was denn jetzt mit anderen Masken, die man angeblich gespendet hat, passiert ist, Dazu gibt es noch keine weiteren Informationen. Vielleicht handelt es sich ja um eine einmalige Ausnahme hier in diesem Fall. Also, wie geht es jetzt weiter? Bei dem Schaden, den der Böhmermann-League an Finns Karriere angerichtet hat, muss er sich juristisch verteidigen, wenn etwas davon nicht den Tatsachen entsprochen haben sollte. Ja? Zumal ich aber fest davon ausgehe, dass eine Böhmermann-Sendung juristisch völlig wasserdicht ist. Meines Erachtens gibt es da auch einen Indiz, dass da ein Prozess ins Haus steht. Und zwar fühle ich mich darin bestätigt, nachdem ich die neue fest und flauschig Folge angehört habe. Die ist ein rhetorisches Meisterwerk. Ja, die schafft es nämlich, Kliman zwar in über einer Stunde nicht einmal zu erwähnen, aber immer zu meinen. So als ob man lieber nichts weiter öffentlich sagen möchte oder gerade kann, weil Unterlassungsklage oder so. Und bei der Vorstellung der Songs für die Fidi und Bumsi-Playlist, wo Sachen wie Smooth Criminal und Bad gelandet sind, sagt Böhmermann folgendes. Weißt du, wenn man in Situationen ist, in denen man Dinge nicht erklären will oder kann, nicht so viel sprechen kann, sondern erstmal Sachen sacken lassen muss, wo man erstmal die Gefühle sich setzen lassen muss, da hilft, da ist Lyrik in Musik immer eine gute Idee. Damit verweist er direkt auf die ziemlich deutlichen Lines der Songs, die Sie da ausgewählt haben für diese Playlist. Es, war, es ist wirklich fantastisch gemacht. Mehr Meta als Facebook. Ich finde es auch lustig, dass es selbst vielen Journalisten nicht aufgefallen ist, dass zwar mit keinem Wort Kliman erwähnt wird, aber jedes Wort über Kliman war. Es ist ein Meisterwerk, wirklich. Generell wird in der Folge eigentlich jede Frage geklärt, zumindest indirekt. Was ist eigentlich zwischen Kliman und Olli Schulz? Wäre jetzt eine Frage gewesen, die man erwartet hätte, aber es wird über Morrissey und Johnny Marr von The Smiths gesprochen beispielsweise. Ja, es gibt aber nach wie vor Leute, die es einfach nicht fassen können. Aufhänger dieser Story, dieses, dieses Leaks, möchte ich sagen, war ja nun der Maskendeal. Aber so schlimm auch diese ganzen Masken-Deals da waren, so deutlich muss man sagen, das hat System bei Klima. Nehmen wir mal was völlig Unverfängliches. Ja, so eine ganz kleine Nebenbeiaktion, wo man aber schon die Art und Weise bemerkt. Am 9. bis 12.06. findet das zweite Anuka-Festival von Kliman statt. Natürlich ausverkauft. 1000 Tickets, 120 Euro pro Ticket. Was gibt es dafür? Na, man kann da sein. Es existiert noch nicht mal ein Line-up. Aber es ist limitiert. Ja? Fear of Missing Out ist ein geiles Geschäftssystem. Da muss man kein Veranstalter sein, um festzustellen, das ist irgendwie ein beschissenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch diesen ganzen Diskurs um Finn Kliman fällt es mir jetzt ehrlicherweise. Sehr schwer, wo ich eigentlich Werbung aus allen Löchern schießen müsste, irgendwas zu bewerben, das jetzt zu bewerben. Wer glaubt denn, dass es auch Leute gibt, die irgendwie ehrlich und fair Dinge aufziehen und auf Social Media dafür werben? Wer glaubt denn das jetzt noch? Das Sternklang durchzuführen, das kostet Hunderttausende Euro, weil einfach Hunderte Leute bezahlt werden müssen, Hotels für Künstler, massiv viel Technik, Logistik, Werbung, Security. Das ist ja durch die Pandemie auch alles extrem teurer geworden mittlerweile, ja. Dann brauchst du noch eine Location, die du buchen musst. Selbst die braucht ja Finn nicht, weil die ist ja bereits von Funk gekauft worden vor ein paar Jahren. Ja? Etc. pp. Also die ganze Kostenstruktur im Vergleich zu einem richtigen Festival, es ist halt wirklich lächerlich. So, und zu den 10.000 Euro Personalkosten brauche ich oder brauchen Festivals generell auch zusätzliche freiwillige Helfer. Für ganz kleine Handgriffe wie Parkplatz einweisen am Anreisetag. Ähm, was von A nach B tragen, wenn es notwendig wird. Wie soll ich denn da jetzt in diesen Wochen sagen, Leute, wenn ihr helfen wollt, wir können da noch Leute gebrauchen, die da anpacken wollen. In der Festivalkultur war das immer normal und gehörte da auch irgendwie dazu, weil gerade Subkulturveranstaltungen gar nicht anders zu stemmen sind. Die Leute denken doch nach diesem Beispiel jetzt zu Recht, was Influencer anbieten, ist Betrug, muss Betrug sein. Das ist jetzt wieder mal die allgemeine Ansicht. Und was soll ich sagen? Es scheint ja wirklich so zu sein. Ich habe die ersten neun Jahre beispielsweise auf YouTube von wenigen hundert Euro im Monat gelebt und durfte mir damals schon anhören, der macht es ja nur fürs Geld. Und jemand wie Finn Klimann, der offensichtlich Multimillionär ist, dessen Imperium auf Rundfunkgebühren aufgebaut wurde, wird nicht einmal in Frage gestellt, wenn einem mäßig wirtschaftlich Interessierten die Gewinnabsicht quasi ins Gesicht springt. Das ganze Thema, deswegen bin ich jetzt so persönlich auch betroffen, beleidigt mich geradezu persönlich und zwar auf mehreren Ebenen. Und vielleicht ist das auch meine grundsätzliche, vielleicht ist das der Grund für meine Verknatztheit mit Funk. Die ist aus diesem Fall entstanden, weil irgendwie niemand gesehen hat, was da bei Finn Kliman abgeht und alle Mitgemacht haben. Das ist wie mit dem Märchen, wo der Schafhirte Hilfe Wölfe ruft, solange bis ihm dann keiner mehr glaubt. Nur dass in diesem Fall alle möglichen anderen quasi schon mal Hilfe Wolf gerufen haben. Und man selbst jetzt Leidtragender dieser Aktion ist. Und dann darf man sich auch Kritik dafür anhören, weil man davon frustriert ist, dass dem jetzt halt so ist. Als ob man nicht mal das Recht hat, auf seinem eigenen Kanal seine eigenen Gedanken und Gefühle zu diesem Thema zu äußern. Tut mir leid, dass ich da jetzt wirklich mal persönlich werden musste an dieser Stelle. Und das ist in dem Sinne dann mal nicht sachlich, weil es einfach aus eigener Erfahrung spricht und, und ich mal wirklich ein bisschen was in, im Hinblick auf die Frustration diesbezüglich ausdrücken muss. Auf der anderen Seite ist es eben auch ein trauriges Beispiel davon, wie einfach. Menschen, die an etwas oder jemanden glauben wollen, sich ausbeuten und ausnutzen lassen. Und Influencer sind meiner Meinung nach extrem in der Pflicht, auf das zu achten, was ihren Zuschauern und Fans da zumuten. Gerade wenn es junge Menschen sind. Ich meine, ihr seid bis auf vielleicht 1,5% erwachsen. Ich mache euch nichts vor. Aber Influencer, die jugendliche Fans haben, erzeugen viel schneller emotionale Abhängigkeiten. Identifikationsflächen sind das, denen man dann einfach vertraut, wenn man so tief in diese Personalie, in das Drumherum eingetaucht ist, dann, dann glaubt man auch erstmal an das alles, was dazugehört. Ja? Und zu sehen, wie gezielt diese Menschen ausgenutzt, geradezu gemolken und hirngewaschen und als gratis Arbeitskräfte ausgenutzt worden sind, ja, ohne dass daraus irgendwann mal ein Skandal geworden ist. Das finde ich unfassbar. Und das weckt retrospektiv zu Recht viele schlechte Gefühle und die Forderung, sich von Influencern generell fernzuhalten und denen zu misstrauen. Also, was ich sagen will, die ganze Klimanthematik ist für viele in Zukunft massiv schädlich, nachdem er das System so richtig schön ausgepresst hat. klimas Meltdown ist für mich und meine Kollegen geschäfts- und rufschädigend. Wer ist denn noch wirklich glaubwürdig danach? Ich kann so oft sagen, mir könnt ihr glauben, wie ich will. Aber die Wahrheit ist, woher wollt ihr das wissen? Das wollte ich euch am Ende noch mit auf den Weg geben. Ich glaube auch, dass das noch nicht das Ende dieses Themas gewesen sein wird. Da ist bestimmt noch viel, das ans Licht kommen wird. Wie geht das beispielsweise für Viva Con Agua aus? Kommt da vielleicht sogar noch was? Wir werden sehen. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn wir uns auf meinem Festival sehen würden. Und falls ihr meine Arbeit unterstützen wollt, ihr wisst, ich poste es auch immer unten drunter. Ihr könnt mir auch gerne bei PayPal was schicken. Ähm, hilft natürlich auch. Ansonsten schreibe ich einfach dem nächsten Singer-Songwriter-Album, ne? Ich saß nur, fühlt euch nie erpresst. Ernsthafte und emotionale Frage, könnt ihr mir und anderen Influencern überhaupt noch vertrauen oder habt ihr das alles jetzt generell in Frage gestellt? Schreibt mir in die Kommentare, zeigt mir mit eurer Bewertung, wie ihr das Video fandet, helft mir dabei, es zu verbreiten, lasst euer Abo da. Ihr wisst ja, damit helft ihr mir am allermeisten. Bis dann, Tschüssikowski, und danke für eure Zeit.